Das grüne Karree zwischen Polizeistation, Finanzamt und Nordlichtschule in Rostock-Lichtenhagen ist nicht mehr grün. Die 2,5 Hektar große Fläche in der Möllner Straße wurde umgepflügt. Sie dient nun als Areal für ein neues, U-förmiges Wohnensemble der Wohnungsgesellschaft Viro. Der Oberboden ist bereits abgetragen. Na gut, wir haben die Ausschreibung in architektonischer Sicht hinter uns, haben die Bauanträge gestellt und werden im Laufe des nächsten Jahres dann auch anfangen, so mit der Baustelle zu beginnen, dass man sieht, dass gebaut wird. Im Januar beginnt die Erschließung. Erste Leitungen werden dann verlegt. Zu den 8 Einzelgebäuden kommen Ladestationen für E-Autos und 195 Parkplätze hinzu. Für Kinder entstehen im Innenhof große Spielbereiche. Diese werden mit Spiel- und Fitnessgeräten, einem Rollerparcours und Tischtennisplatten ausgestattet. Also ich glaube, dass es ganz besonders ist, dass wir in einem Neubaugebiet versuchen, dieses alte Thema Plattenbau neu aufzugreifen, in eine moderne Form zu bringen, architektonisch, glaube ich, sehr ansprechend unterwegs zu sein und trotzdem sozialverträgliche Mieten zu produzieren. Das ist das Besondere an einem solchen Gebiet. Mit 318 Wohnungen, glaube ich, ist das auch ein großer Schlag. Die Wohnungen werden 45 bis 105 Quadratmeter groß sein. Von den 2- bis 5-Raumwohnungen sind 42 Sozialwohnungen. Eine Sozialwohnung ist ja nichts, was qualitativ schlechter oder besser ist, sondern es ist einfach eine ganz normale Wohnung, die ein Förderprogramm, der einem Förderprogramm unterliegt, das am Ende nur die Miete reduziert, aber nicht die Qualität der Wohnung. Also insofern darf sich jeder darauf freuen, die Wohnung wird genauso gut sein wie jede andere Wohnung auch. Insgesamt investiert die Viro rund 72 Millionen Euro in das neue Wohngebiet. Ein Vergleich dazu, rund 40 Millionen Euro jährlich gibt die Viro für Sanierungen ihrer 36.000 Bestandswohnungen aus. 2024 soll der Neubau fertig sein. Da in 3 Abschnitten gebaut wird, können die ersten Mieter schon früher einziehen. Bisher gibt es knapp 50 Anmeldungen für die Wohnungen.